Eigentlich muss der Sigi ja sagen, die Erwachsenen müssen jetzt in ihrem eigenen Programm bleiben, gell? Für die Kids geht's weiter. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu unserem Gottesdienst heute Morgen zum Thema Arbeit und Ruhe. So heißt der Titel dieser Predigt, weil es nur eine eigene Predigt. Ich habe mit dem Christoph geschwätzt gehabt und habe gesagt, ich habe da ein cooles Thema. Ich überlege gerade, ob ich da irgendwie eine Reihe draus mache oder mal eine Einzelpredigt. Dann hat er gesagt, wenn du schon drüber nachdenkst, machst du lieber eine Reihe draus. Aber ich wage es jetzt einfach mal. Und wenn da noch was offen bleibt, dann können wir da immer noch eine Reihe draus machen. Arbeit und Ruhe. Was hat Gott mit unserer Arbeit zu tun? Welche Rolle spielt Gott beim Arbeiten, beim Lernen, beim Studieren, bei der Ausbildung, was auch immer ihr so macht? Oder umgekehrt, welche Bedeutung hat Arbeit für unser Glaubensleben? Und wo taucht Glaube in unserer Arbeit auf? Bei der Vorbereitung für diesen Gottesdienst oder eigentlich auch schon vorher ist mir bewusst geworden, wie wenig wir dieses Thema eigentlich behandeln. Also das kommt ja ganz selten vor, also zumindest begegnet es mir ganz selten. Und jetzt so die letzten Wochen, da ist mir das ein, zwei Mal über den Weg gelaufen. Ich habe da mal eine gute Predigt gehört, der Chris Bühner hat mir ein cooles Hörbuch empfohlen. Und dann ist das Thema bei mir so ein bisschen aufgetaucht und wichtiger geworden. Genau, weil ich habe das Gefühl, das taucht zu wenig auf. Es taucht auch in Liedern ganz wenig auf. Also ich finde, Lieder sind ja oft so ein bisschen ein Gradmesser. Ist ein Thema präsent oder nicht? Gibt es moderne Lieder über das Thema Arbeit? Es gibt alte Lieder, wenn ihr alte Choräle aufschlagt, ja, oder die alten Liederbücher, da gibt es schon Lieder zur Arbeit oder zum Lernen oder zum Studieren. Aber ich fordere euch mal heraus, vielleicht liege ich auch falsch, die neueren Liederbücher der letzten, ja neuer ist relativ, gell, aber der letzten 50 Jahre, da wird dieses Thema kaum auftauchen. Und es gibt übrigens auch kaum neuere Lieder, die das Thema Studieren oder Ausbildung oder sonst was zum Thema haben. Es gibt unendlich viele Lieder, in denen wir Gott loben, in denen wir Gott preisen, aber ganz wenig Lieder, in denen wir diesen wichtigen Bereich unseres Lebens markieren. Und da verbringen wir ja immerhin ja so ein Viertel unserer Lebenszeit damit, oder? Mit Arbeit, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie ihr drauf seid. Aber wenn wir vielleicht mal die frühe Kindheit und das hohe Alter wegrechnen und dann die Schlafenszeit wegrechnen und so weiter, dann kommst du ja schon auf so ein Viertel deiner Lebenszeit. Und das ist ja sehr, sehr viel. Und die Frage ist, warum redet man da nicht drüber? Hat Glaube damit nichts zu tun? Und die Frage ist, wenn wir Gott loben und Gott Lieder singen und aber das Thema Arbeit dabei gar nicht irgendwie aufgreifen, kann das dann sein, dass unser Gottesleben unsere Arbeit vergisst und deshalb unsere Arbeit, ich formuliere es mal provokant, vielleicht auch ein bisschen gottlos wird? Also jetzt nicht im drastischen Sinn, aber wo taucht da Gott auf? Kann es sein, dass wir die Arbeit aus unserer Gottesbeziehung ausgeklammert haben? Reden wir mit Gott über unsere Arbeit und umgekehrt haben wir Gott aus unserer aus unserem Arbeitsalltag vielleicht ausgeklammert? Und kann es vielleicht auch sein, dass diese sogenannte Reich-Gottes-Arbeit, also alles, was wir für Gemeinde tun, ja, was wir ehrenamtlich oder hauptamtlich für Gemeinde machen, wo wir singen, wo wir uns ehrenamtlich einbringen, wo wir uns vielleicht diakonisch einbringen, wo wir mit der Mission zu tun haben, dass wir das unterbewusst oder vielleicht auch bewusst als die wertvollere Arbeit ansehen. Und das andere ist nur notwendiges Übel. Also das sind so Fragen, die mich da so ein bisschen beschäftigt haben. Und deswegen möchte ich heute über dieses Thema reden, denn der Arbeitsalltag ist ein vergessenes Thema in der Kirchen- und Gemeindegeschichte. Also da haben wir uns jetzt nicht so mit Ruhm bekleckert. Ich mache einen ganz kurzen Blick zurück. Das ist ein sehr ernstes Thema. Das ist deshalb ein sehr ernstes Thema, wenn man Gemeinde und die Arbeitswelt als zwei verschiedene Themen betrachtet oder zwei Themen betrachtet, die nichts miteinander zu tun haben, dann rennen wir in eine Falle. Und das letzte Mal, wo das wirklich akut passiert ist, war vor so 200 Jahren, industrielle Revolution, 18. 19. Jahrhundert. Da hat sich die Arbeitswelt der Menschen komplett geändert. Die hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Die Leute sind vom Dorf in die Stadt gezogen. Und während man auf dem Dorf irgendwo an die Jahreszeiten, an die Tageszeiten gebunden war, um zu arbeiten, wo es
akute Vorgaben gab, ja, aus der Natur heraus, war das in der Stadt plötzlich völlig anders. Und die Leute sind gekommen und die haben in riesigen Elendsvierteln gewohnt und haben 12, 14, 16 Stunden jeden Tag mal locht, 6 Tage die Woche. Und es war plötzlich eine ganz, ganz andere Welt. Und ich finde, es kommt ja auch wieder. Ja, also es kommt in unserer westlichen Gesellschaft wieder, dass Arbeit eine immer höheren Stellenwert kriegt. Viele Leute müssen 2 Jobs arbeiten, 3 Jobs arbeiten, um über die Runden zu kommen. In Deutschland vielleicht noch nicht ganz so akut, hier im Süden vielleicht auch noch nicht ganz so krass. Aber ich glaube, das kommt auf uns zu. Und das siehst du ja in anderen Ländern auch, also in Schwellen- und Drittweltländern siehst du das ja auch. Ich habe mal eine Doku über China gesehen und die haben gesagt, dort ist es völlig normal, dass Leute aus dem Dorf dann in die große Stadt ziehen und dort 14, 16, 18 Stunden Tage haben, nur in so eine winzige Wohnung kommen, dort schlafen und das 7 Tage die Woche. Und dann haben die eine Woche Weihnachts- oder Winterferien und dann fahren die aufs Land zurück und treffen dort ihre Kinder. Die sind nämlich bei Oma und Opa geblieben. Und das sind Arbeitsbedingungen, die können wir uns kaum vorstellen. Und vor 200 Jahren haben die Kirchen dieses Thema weitestgehend ignoriert. Ja, man hat da nichts dazu gesagt, man hat keine Stellung dazu bezogen. Und dann waren es Leute ja, wie Karl Marx oder Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach, solche Leute, die diese sozialen, immensen Probleme thematisiert haben und versucht haben, Lösungsansätze zu finden. Und die Kirchen sind still geblieben. Und deswegen ist es bis heute so oder bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war es so, dass die Arbeiterschaft in einem ganz großen Bereich zu einem ganz großen Teil mit den Kirchen nichts anfangen konnte. Also wenn ihr überlegt, warum gibt es so viele Kirchenaustritte, warum wollen die Leute nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun haben, das hat tatsächlich dort seine Wurzeln. Ja, dort haben wir uns verabschiedet, dort haben wir uns voneinander entfremdet und es dauert einfach Jahrzehnte und Jahrhunderte, bis das dann Wirkung zeigt. Und die Frage ist, jetzt sind wir ja wieder in der Situation, wirtschaftlich ist es jetzt im Moment nicht gerade so rosig. Auch die Arbeitswelt verändert sich komplett. Ja, Digitalisierung ist das letzte Thema, das neueste Thema ist dann KI. Ja, da wird sich auch ein Wandel vollziehen und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was sagen wir da dazu? Hat Gott, hat die Bibel etwa nichts zum Thema Arbeit zu sagen? Was hat Gott mit unserer Arbeit zu tun? Das ist die Frage, die ich heute stellen möchte. Und da möchte ich ganz am Anfang anfangen und ich möchte erstmal den Blick ein bisschen weiten. In der biblischen Zeit fangen wir an und wir schauen mal, was sagt die Bibel dazu. Und bevor wir uns die Bibel anschauen, möchte ich schauen, was haben denn zu biblischen Zeiten ja andere Kulturen, andere Religionen zu dem Thema gesagt. Und da schauen wir mal ein bisschen zu die Zeit des Alten Testaments. Da gibt es Babylonien. Ja, die waren so die herrschende Klasse, die haben die Trends gesetzt, die haben kulturell die Blüte gehabt über eine ganz lange Zeit und ganz, ganz viel, was damals im antiken Orient gegangen ist, das orientiert sich an Babylon. Und in Babylon, da gab es auch Götter, da gab es auch natürlich einen Schöpfungsmythos, die haben sich auch überlegt, wo kommen wir denn her? Und dieser Schöpfungsmythos heißt Enuma Elish und In dieser Geschichte, die damals hatten, die Babylonier, dort schaffen sich die Götter, schaffen sich Sklaven, um sich selber von der Sklavenarbeit, von der niedrigen Arbeit zu befreien. Also die Götter haben keine Lust mehr zu arbeiten und deswegen schaffen sie den Menschen. Und diese Menschen, die haben jetzt eben die Aufgabe, die Götter anzubeten, ihnen zu opfern, die Landwirtschaft zu betreiben und so weiter. Und deshalb geschieht dort in der Vorstellung damals die Arbeit immer unter Zwang. Und entsprechend ist die Einstellung zur Arbeit immer auch irgendwo widerwillig, gleichgültig, teilnahmslos, erwartungslos und auch hoffnungslos. Und Erlösung in der damaligen Vorstellung heißt Erlösung von Arbeit. Ja, ich muss nicht mehr arbeiten, weil Arbeit ist immer Sklavendienst den Göttern gegenüber. Ja? Das war die Vorstellung damals. Und Erlösung heißt, ich will nicht mehr arbeiten. Und kommt euch das irgendwie bekannt vor? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja? So im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert ist bei uns doch genau die gleiche Einstellung. Je weniger der Mensch arbeitet, umso besser geht es ihm.
Das ist doch die Einstellung, die wir auch haben, die doch in unserer Gesellschaft auch vorherrscht. Ja? Und dann sagt man, okay, machen wir eine 5-Tage-Woche, machen wir eine 4-Tage-Woche. Je weniger der Mensch arbeiten muss, und das ist ja die große Hoffnung, ja, irgendwann werden Maschinen alles für uns machen, irgendwann wird die KI alles für uns machen, irgendwann können wir uns nur noch zurücklehnen und immer weniger machen und das Leben genießen. Das ist doch am Ende die große Vorstellung, von der unsere Gesellschaft geprägt ist. Je weniger der Mensch arbeitet, umso besser geht es ihm. Das ist ein religiöser Satz, aber es ist kein christlicher Satz. Es ist ein religiöser Satz, aber kein christlicher Satz. Also ihr seht, solche Vorstellungen, die ziehen sich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Wir spulen ein paar hundert Jahre vor. Zur Zeit des Neuen Testaments sind die Griechen en vogue. Ja, die Griechen, das sind die, die die Vorgaben machen im philosophischen Bereich, im denkerischen Bereich. Deswegen ist das Neue Testament auch auf Griechisch verfasst und nicht auf Latein. Ja, Römer, die hatten politisch alles zu sagen, aber kulturell waren die Griechen das Maß aller Dinge. Und bei den Griechen war der Mensch nicht als Göttersklave erschaffen. Aber Arbeit war auch damals in der Vorstellung nur notwendig zur Lebenserhaltung. Der große Philosoph Platon, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, der hat gesagt, Arbeit ist das größte aller Übel. Das größte aller Übel ist zu arbeiten. Also man hat sich vorgestellt, das größte Lebensziel, das man erreichen kann, ist zu philosophieren. Ja? Wenn du deine ganze Zeit reinstecken kannst und nur philosophieren, nur diskutieren kannst, man sich unten am Marktplatz getroffen und dann hat man sich auseinandergesetzt miteinander. Und das war, was alle angestrebt haben. Und nur die, die nicht clever genug zum Philosophieren waren, die sollten arbeiten. War der größte Teil der Bevölkerung natürlich, ja, aber das waren die Leute, da hat man gesagt, das sind die Banausen. Ja, ich glaube, ich habe das Wort habe ich euch mitgebracht. Banausos, ja, also so hat man damals Handwerker genannt. Jeder, der irgendwie mit seinen Händen gearbeitet hat, in irgendeiner Form, war ein Banausos, ein Banause. Das waren die Leute, die die niedrigeren Arbeiten gemacht haben. Man könnte sagen, das Wort ist entstanden für Leute, die ihren Leib, ihre Seele und ihr Denken mit unwürdiger Arbeit eingeengt haben. Ja, das war so damals die Vorstellung. Übrigens, dieses Wort Manausos, das ich euch hier mitgebracht habe, das taucht nirgends im Neuen Testament auf. Und es taucht auch nirgends in der Übersetzung, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments auf. Und es sagt was aus. Das ist kein biblisches Wort, das ist einfach ein griechisches Wort. Banause, ja, das war damals die Bezeichnung, da kommt unser Wort Banause her. Banausos war die Bezeichnung für Leute, die eben nicht mit dem Kopf gearbeitet haben. Wenn wir von diesen Nachbarwelten, die ich gerade beschrieben habe, unseren Blick wegwenden auf die Welt der Bibel, dann entdecken wir einen fundamentalen Unterschied. Und auch da lohnt es sich wieder ganz am Anfang zu starten. Wir starten ganz am Anfang und zwar im ersten Buch Mose in Kapitel 1 ab Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Also die Erde füllen, sie untertan machen und zu herrschen. Das sind die drei Aufgaben, die der Mensch hier hat. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als einfach ein Göttersklave zu sein, wie im alten Babylon. In der Bibel werden wir als Schöpfungspartner beschrieben. Ich lese noch einen Vers vor, und zwar ein paar Verse weiter in Kapitel 2 im ersten Buch Mose, ab Vers 15, da steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, da ihn bebaute und bewahrte. Auch wieder zwei Aufträge, die der Mensch hier mitbekommt. Und noch eine dritte Stelle, zwar Kapitel 2, Vers 19. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. In der Bibel lebt Gott, leben die Götter nicht von dem, was der Mensch schafft, sondern Mensch lebt von dem, was Gott schafft. Wir sind nicht Göttersklaven. Bevor ein Mensch arbeitet, arbeitet zuerst Gott.
In der biblischen Schöpfungserzählung ist der Mensch kein Göttersklave, sondern ein Schöpfungspartner. Das habe ich als Folie, deswegen scrolle ich kurz. Der Bibel sagt, dass wir Schöpfungspartner sind. Der Mensch bekommt gleich am Anfang einen Herrschaftsauftrag. Nicht Gott herrscht allein, sondern der Mensch herrscht mit, und zwar über die Tierwelt, und damit hat er schöpferische Verantwortung für die Welt. Was nehmen wir mit für unser Leben heute? Warum erzähle ich euch das alles? Es ist bis heute wichtig, denn das ist, wozu wir geschaffen sind. Unsere Arbeit soll unser kreatives und unser schöpferisches Potenzial zum Vorschein bringen. Dafür ist Arbeit da. Und nur wenn das gegeben ist, dass wir irgendwo das Gefühl haben, dass wir hier schöpferisch tätig sind, dass wir was machen mit unserer Arbeit, dass unsere Arbeit Sinn hat, nur dann werden wir nicht müde an unserer Arbeit. Und wenn in dieser Arbeit, die wir tun, nichts von dieser Schöpfungspartnerschaft aufleuchtet, dann erschöpfen wir auf Dauer. Es ist wichtig, das mitzunehmen. Und das schöpferische Tun ist der beste Schutz vor Erschöpfung. Und dann soll der Mensch zweitens, ich habe euch die Verse gezeigt, die Erde bebauen und bewahren. Das heißt, der Mensch kriegt ein Nutzungsrecht an der Erde, einem Teil der Erde und einen Verwaltungs- und Bewirtschaftungsauftrag. In dem Vers bebauen und bewahren taucht es auf, dass wir Lebensraum anvertraut bekommen und den ökonomisch, ja, bebauen, auf der einen Seite nutzen sollen und ihn ökologisch bewahren sollen. Das muss zusammengebunden sein. Dass zum Bebauen auch das Bewahren gehört, das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht auch bei uns ein bisschen untergegangen. Erst in den letzten Jahrzehnten taucht es so auf, auch mit der grünen Bewegung, dass man sich die Frage stellt, Mensch, wie kann ich denn nachhaltig eigentlich arbeiten? Wie kann unser Schaffen, unser Tun nachhaltig sein? Und es ist für uns Christen auch ein wichtiger Auftrag, dass wir nicht nur tun, nicht nur machen, sondern immer auch überlegen, wie passt das denn zusammen? Das, was ich tue, das, was ich arbeite, wo kann da eine Ausgewogenheit stattfinden? Das ist nicht immer ganz einfach, je nachdem, an welcher Stelle du bist und wie viel Einfluss du da drauf hast, kannst du das unterschiedlich sehen. Ist es vielleicht herausfordernder oder einfacher? Aber für uns ist es schon auch mit einem Auftrag und auch mit einem Gedanke muss es sein, dass wir uns überlegen, wie kann ich denn da ein Gleichgewicht herstellen oder möglichst ein Gleichgewicht herstellen? Und dann drittens darf der Mensch den Tieren Namen geben. Die Tiere werden durch den Menschen benannt. Man weiß gar nicht, dass mir im Vorfeld noch gar nicht so bewusst gewesen, ist mir erst beim Vorbereiten so ein bisschen aufgefallen, dass es ja total spannend ist. Gott schafft alle Tiere, aber Gott hat für die Tiere noch gar keinen Namen. Der Mensch darf diesen Tieren Namen geben. Das ist ja schon krass, also dass Gott da was herstellt, was macht und der Mensch darf es benennen. Das ist ja voll die Ehre. Das ist ja voll cool, dass der Mensch gleich diesen Auftrag bekommt. Und man sieht da aber auch am Namen eines Lebewesens, da wird auch beschrieben, wie ist dieses Lebewesen so, oder? Also wenn ich sage, da ist ein Löwe, dann taucht vor eurem inneren Auge ein Löwe auf, ja? Und dann wisst ihr, wie ist der so, ja? Und dann brüllt er laut und kannst jedes Kind nachher fragen. Frag doch mal so ein kleines Kind, ja, wie macht der Löwe? Ja, das wissen wir gleich, ja? Da taucht was auf. Der Name beschreibt das Tier. Der beschreibt, wie das ist, damit ich dem Tier dann aber einen Namen geben kann, also der Adam, damit er das kann, muss er das Tier verstehen, er muss wissen, wie das ist. Das hat was mit Wissenschaft zu tun. Das ist quasi ein wissenschaftlicher Prozess. Um Dinge benennen zu können, muss man sie verstehen und muss man sie kategorisieren und muss man sie einordnen können. Also Arbeit hat auch was mit Verstehen zu tun, mit einem neutralen Blick oder mit einem wissenschaftlichen Blick auf die Dinge. Überall da, wo der Mensch also beherrschend oder ordnend oder bebauend oder auch bewahrend arbeitet, seine Umwelt erforscht, benennt und strukturiert, da erfüllt er den Willen Gottes. Da ist er Gott gehorsam. Da steht er im Dienst vor Gott. Und genau darin erfährt unser Leben eine Sinnstiftung. Arbeit macht Sinn. Das ist die erste Botschaft der Bibel. Wir sind geschaffen für Arbeit, aber nicht als Sklaven, sondern auf Augenhöhe. Und Arbeit macht Sinn. Und die Bibel sagt uns sehr genau, wie Arbeit Sinn macht. Also es ist was Positives. Die Bibel schildert Arbeit als etwas sehr Positives.
Jetzt ist es aber so, dass 1. Mose Kapitel 1 und 2 sind eine bestimmte Tonlage, wie hier über Arbeit gesprochen wird. Es gibt aber auch noch eine andere Tonlage, in der über Arbeit gesprochen wird, nämlich in 1. Mose Kapitel 3. Ja, falls ihr eure Bibeln dabei habt, jetzt aufschlagen. Nee, ihr seht es auch an der Leinwand. Aber ich ermutige euch ganz arg, jetzt hier ganz kurzer Zwischentrailer, bringt eure Bibeln mit. Malt da rein, schreibt da rein, alles, was euch wichtig ist. Ja? Arbeitet mit euren Bibeln, vertraut ihr euch an. Könnt ihr auch zu Hause machen, hinten liegen nachher nochmal Handouts. Auch zu dieser Predigt habe ich nochmal ein bisschen weiterführende Sachen aufgeschrieben. Nehmt die gerne mit, arbeitet das nochmal durch und malt dann eure Bibeln rein oder schreibt rein oder was euch da halt lieber ist. 1. Mose Kapitel 3. Ah ja, ich habe gesagt, ich werfe das an die Wand, gell? Da geht es nämlich weiter mit dem Sündenfall. Und zum Mann sprach er, also Gott, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast vom Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Jetzt noch weiter. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Abgesehen vom Tod, ja, der uns alle ereilt, weil wir von der Frucht gegessen haben oder weil Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, ist der Fluch über die Arbeit die tiefgreifendste Folge des Sündenfalls. Der Mensch muss sterben und der Mensch muss ackern. Hier verändert sich was in Bezug auf die Arbeit. Plötzlich wird aus Arbeit Mühsal. Aus Schaffen wird Schufterei. Aus Machen wird Maloche. Wisst ihr, vorher hat Gott mit müheloser Leichtigkeit geschaffen, oder? Gott sprach und es war. Ja, er hat es gesagt und dann war es da. Gott schafft mit müheloser Leichtigkeit. Und auch beim Arbeiten der ersten Menschen ging es ja um einen Herrschaftsakt. Das habe ich euch eben aufgezeigt. Da ging es um Bebauen und Bewahren, um Ordnen und um Benennen. Aber jetzt kommt Mühsal ins Spiel. Auf einmal ist Arbeit auch von Sinnlosigkeit und Vergeblichkeit geprägt. Und es kommt sinnbildlich im Unkraut zum Ausdruck. Unkraut hört nicht auf. Gell, Eva? Mit der Eva habe ich ein paar Reihen auf einem Acker und darf da ab und zu ein bisschen Kartoffeln und so Sachen anpflanzen. Deswegen habe ich sie angesprochen. Also, und da muss man auch manchmal Unkraut jäten. Das Unkraut hört aber nicht auf. Du hast es raus und dann kommt es einfach wieder. Und dann kommt es wieder, und dann kommt es wieder. Ich habe mal versucht, so ein kleines Stück Beet bei uns ums Haus, das war wunderschön angelegt, aber halt schon ein paar Jahre hat sich niemand mehr drum gekümmert. Dann habe ich versucht, das wieder in Schuss zu bringen, im ersten Jahr, wo ich hier war. Ich war hoffnungslos optimistisch. Beinahe hoffnungslos. Und dann hast du da Unkraut mit so Pfahlwurzeln, die Meter tief in den Boden gehen. Und dann gräbst du die aus und dann brechen sie ab und du weißt, nächstes Jahr ist es wieder da. Ja, weil aus jedem Ding, das abbricht, wächst ja dann wieder ein neues Unkraut. Es ist ja sinnlos, ist das. Und diese Sinnlosigkeit und diese Vergeblichkeit, die zeigt sich eben in dem Unkraut und das ist ein Sinnbild für unser Leben. Das ist ein Sinnbild für unser Leben. Das ist ja im modernen Arbeitsleben ist das nicht anders, oder? Da gibt es auch Projekte, die schieflaufen, die du abgeben musst, wo nichts draus wird. Da gibt es Neubauten, die nicht gebaut werden oder vielleicht sogar wieder abgerissen werden. Da gibt es Arbeit, die keinen Gewinn abwirft und von der man nicht leben kann. Es gibt diese Sinnlosigkeit in unserem Arbeitsleben ganz genauso bis heute. Auch wenn wir nicht mehr auf dem Acker arbeiten alle. Und viele haben das auch schon erlebt in ihrem Leben. Ja, in der Corona-Zeit war es ganz krass so. Und jetzt ist es wieder auf dem Weg dahin. Wie gesagt, die Wirtschaft sieht so lala aus. Und dann erleben das Menschen, ja, dass da was zugrunde geht. Dass da ein Betrieb schließen muss. Oder ein Restaurant oder ein Geschäft, in das man Jahre an Arbeit investiert hat, plötzlich pleite geht. Dass die Firma einen entlässt, weil man muss halt Stellen abbauen. Es ist innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten, es sind keine Umsätze da.
Und das erlebst du in deiner Arbeitswelt. Und das ist in der Gemeindearbeit oder in der Missionsarbeit nicht anders. Wie oft gibt es Geschichten von Missionaren, die monatelang, jahrelang, jahrzehntelang irgendwo auf dem Missionsfeld sind und sagen, es wächst keine Frucht. Ich investiere da rein und es ist einfach sinnlos. Und das ist der Schatten dieses Fluches, der auch an frommen Türen und Betrieben nicht Halt macht. Und zum Fluch der Arbeit gehört auch ein zweites, nämlich dass die Arbeit selber zu einer Last werden kann. Dass wir an der Arbeit selber kaputt gehen, wenn wir Arbeit haben, auch wenn sie vielleicht funktioniert, können wir an der Arbeit trotzdem kaputt gehen. Man kann in der Arbeit aufblühen, man kann aber auch an der Arbeit ausbrennen. Arbeit kann Lust machen, Arbeit kann auch Frust erzeugen. Arbeit kann auch süchtig machen. Arbeit kann Menschen und Familien zerstören. Man kann sich in der Arbeit verlieren, im ganz umfassenden Sinn des Wortes. Arbeit kann, und entschuldigt die Ausdrucksweise, kann zu Hure werden, die uns verführt. Sie kann zum Drachen werden, der uns verschlingt. Sie kann zum Pharao werden, der uns versklavt. Arbeit kann viele Gesichter haben. Damit uns der Fluch über unsere Arbeit nicht zerstört, hat Gott selber dieser Arbeit aber auch eine Grenze gesetzt, nämlich das Sabbatgebot, das uns gebietet, am siebten Tag zu ruhen. Das soll uns davor bewahren, dass uns die Arbeit zerstört. Im Prinzip ist das Sabbatgebot sowas wie die älteste Sozialgesetzgebung der Welt. Es hat in Israel nicht nur die Israeliten geschützt, müsst ihr mal nachlesen im Alten Testament, sondern auch die Sklaven geschützt. Sogar Vieh, Ochs und Esel, auch sie sollen am Sabbat ruhen. Auch sie sollen geschützt werden vor der grenzenlosen Ausbeutung durch uns Menschen. Nicht Gott ist der große Ausbeuter. Wir Menschen sind es. Wir sind in unserer schier unstillbaren Gier nach mehr bereit, alle verfügbaren Ressourcen bis aufs Letzte auszubeuten. Und selbst wenn wir es selber sind, auch uns selber beuten wir manchmal bis aufs Letzte aus. Ah, da geht noch was. Komm, jetzt nehme ich noch zwei Ibu und dann, so eine Grippe ist doch auch nichts Schlimmes. Ja? Wir beuten uns selber aus. Und der Gott, der uns in der Schöpfung zum Mitschöpfern macht und uns ein sinnvolles und ein erfüllendes und ein kreatives Arbeiten eröffnet, legt nach dem Sündenfall einen Fluch auf unsere Arbeit. Aber gleichzeitig begrenzt dasselbe Gott, der unsere Arbeit mit einem Fluch belegt hat, die Wirkung dieses Fluches, sodass wir trotz Dornen und Disteln nicht zugrunde gehen müssen an diesem Fluch. Ich habe noch einen dritten Punkt für die Predigt. Ja, weil jetzt haben wir gesagt, okay, eigentlich ist Arbeit grundsätzlich was Positives. Es ist grundsätzlich gut, es ist Teil der Schöpfung, aber es ist auch mit einem Fluch belegt. Ja, Gott selber schränkt den Fluch ein, aber da ist was da. Und ich habe noch einen dritten Punkt, nämlich das Neue Testament. Im Neuen Testament begegnet uns was Erstaunliches. Und das finde ich richtig cool. Wie gesagt, der Gedanke hat sich bei mir auch erst nach und nach entwickelt. Das ewige Wort Gottes wird Fleisch, ja, nach 1. Johannes Kapitel 1, Johannes Kapitel 1, Johannes Evangelium Kapitel 1. Gott wird Mensch und wohnt unter uns und wird Handwerker. Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, der König aller Könige, der Herr und Heiland, wird Bauhandwerker. Mit anderen Worten, Jesus war Zimmermann. Im Griechischen steht hier das Wort Tekton. Das ist das Wort, was wir immer mit Zimmermann übersetzen. Aber damit ist ein Wort zusammengefasst, wofür wir in unserem Kontext mehr bräuchten als Zimmermann. Da ist alles zusammengefasst. Architekt, Bautechniker, Zimmermann, Maurer, Dachdecker, all das war Jesus. Da hat man nicht verschiedene Leute gehabt für das ganze Ding, sondern einer hat das alles könnt. Jesus wird Handwerker und in Galiläa zur Zeit Jesu gilt, dass ein Tekton, ja, das ist ein Mensch, der ein Haus bauen konnte. Und das wichtigste Gewerk war eigentlich nicht die Holz-, sondern die Steinbearbeitung. Ein Tekton.
Ja, deswegen machen so Gleichnisse dann plötzlich viel mehr Sinn, wo Jesus sagt, ich bin der Eckstein. Ja, und auf mir wird die ganze Gemeinde aufgebaut. Ist ja mega cool, das Gleichnis ist ja dann nochmal ganz anders, wenn Jesus ein Tekton ist, jemand, der wirklich Häuser baut. Ja, oder das Gleichnis mit dem Mann, der auf Sand baut und dem Mann, der auf Felsen baut. Jesus wusste, wovon er da redet. Also ich finde es mega cool, ist mir auch erst jetzt in der Vorbereitung so richtig klar geworden. Ich bin mega begeistert. Man könnte auch sagen, Jesus war ein Häuslisbauer. Wo sind die Häuslisbauer unter uns? Jesus war ein Häuslisbauer. Deshalb gibt es bei uns Schwaben auch so viele Jesus-Fans, ja, weil Jesus auch ein Häuslisbauer war. Ja, bei uns gibt es so viele Bausparkassen, Bausparverträge wie nirgends sonst. Und deswegen gibt es auch so viele Jesus-Fans in Schwaben. Das ist die Theorie, die dahinter steht. Jesus, der in des Vaters Schoß war, der uns den Vater gezeigt hat, weil er selber Gott war, der, den der zweifelnde Thomas mit den Worten "Mein Herr und mein Gott" anbetet, der ist Handwerker geworden. Der ist ein Banause geworden, ein Banausos. Das, was die Griechen so als die unterste Form der Arbeit verschmäht hätten. Und er hat die Arbeit gemacht, über die man in Griechenland die Nase gerümpft hätte. Und das ist ja wild, ja? Und jetzt ziehen irgendwann Paulus und die anderen Apostel um die ganze Welt mit der Botschaft, dass ein galiläischer Handwerker mit seinem Sklaventod am Kreuz, einem römischen Folterbalken, das Heil der Welt vollbracht hat. Und da konnte man sich tatsächlich in Korinth oder in Ephesus oder in Athen nur an den Kopf fassen und sich fragen, was für ein Schwachsinn, was für ein Blödsinn, was für eine Torheit. Ja, Paulus greift es ja auf in seinen Briefen und sagt, für die, die verloren gehen, ist das eine Torheit. Ein Handwerker, ein Banause soll uns erlösen. Und genau als solche Banausen sind dann auch die Apostel um die Welt gezogen. Ja, sie haben es ihrem König gleichgemacht und Menschen zur Umkehr gerufen, während sie gleichzeitig ihren Lebensunterhalt mit Handwerk verdient haben, mit Arbeit verdienen. Apostel Paulus war ein Zeltmacher. Der hat sich verstanden auf die Herstellung und den Umgang mit groben Textilien, wie man sie für Militärzelte oder Sonnenschutztücher braucht. Ja, also wenn man da hinten irgendwie Schatten machen muss, dann wenn wir draußen sitzen beim Sommerfest, Paulus, das wäre der Ansprechpartner gewesen. Er war sozusagen ein Hersteller von Campingartikeln und Beschattungsbedarf. Und obwohl er das Recht gehabt hätte, ja, sich versorgen zu lassen von der Gemeinde, auch das schreibt er mal, arbeitet er, weil er ihnen nicht zur Last fallen will und das Evangelium nicht beschatten möchte. Er arbeitet aber auch, um zu zeigen, dass ein Leben in Christus kein Leben ist, das sich vor der Arbeit drückt. Er ist nicht faul, er drückt sich da nicht vor der Arbeit. Die Erlösung in Christus setzt den Schöpfungsauftrag nicht außer Kraft. Die regelmäßige Arbeit in einem Beruf, ja, jetzt spreche ich euch an, oder auch in der Familienarbeit, das gilt genauso, gehört zum guten Ruf der Christen. Und es wird in den Ermahnungen, in den apostolischen Briefen immer wieder deutlich. Gute Arbeit ist ein gutes Zeugnis für den Glauben an Jesus Christus in dieser Welt. Wer für Jesus Zeugnis ablegen möchte in dieser Welt, der sollte arbeiten, wenn er das kann. Und wer an seinem Arbeitsplatz ein Zeugnis für seinen Glauben ablegen möchte, sollte zuallererst bei seiner Arbeit sein Bestes geben. Das ist das größte Zeugnis, das wir geben können. Aber Arbeit ist im Neuen Testament noch mehr. Im Licht des Evangeliums ist jede Arbeit Gottesdienst. Es gibt da keine bessere und keine schlechtere Arbeit. Es gibt Christen, die haben vielleicht den Eindruck, ja, dass nur so Reich Gottes Arbeit, nenne ich es mal, wertvoll ist. Ja, alles, was ich in der Gemeinde tue, alles, was ich da in meinem Ehrenamt tue, wo ich mich irgendwo einbringe, das, was die Hauptamtlichen vielleicht machen, dass das wahre Arbeit ist, die bei Gott zählt und Anerkennung findet. Und umgekehrt ist dann die tägliche Arbeit nur so eine Art Mittel zum Zweck. Und das ist die implizite Botschaft auch von unseren Liederbüchern. Ja, wenn wir da nichts zum Thema Arbeit finden, dann ist das ja offensichtlich nicht wichtig und hat mit unserem Glauben nichts zu tun. Aber das finden wir in der Bibel nirgends. Im Gegenteil, alle unsere Arbeit ist Gottesdienst und wir dienen darin Christus. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossä, in Kolosser Kapitel 3, Abvers 22, ihr Sklaven, gehorcht euren, nein, halt, das ist die falsche, 3, 22.
Da habe ich das Falsche eingetippt, das tut mir leid. Ich lese es euch einfach vor, müsst ihr gut aufpassen. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn in allem und nicht nur, wenn sie euch zusehen. Tut es nicht, um euch anzubiedern, sondern aus ehrlicher Überzeugung und in Ehrfurcht vor eurem himmlischen Herrn. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, dem Herrn. Es ist also egal, ob wir in einem Büro sitzen oder auf einer Baustelle stehen, ob wir mit einem Staubsauger hantieren oder eine Predigt vorbereiten. Was wir in dem Herrn tun, das ist Gottesdienst. Und darin dienen wir Jesus. Das gibt unserer Arbeit eine ganz große Würde. Und einen unendlichen Wert, ganz unabhängig davon, ob sie gesehen wird oder nicht. Und übrigens auch unabhängig davon, wie erfolgreich sie ist oder auch nicht. Eure Arbeit, deine Arbeit hat einen unendlichen Wert. Auch wenn sie vielleicht nicht folgenreich ist. Und nochmal kurz der Blick zurück, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der Arbeit im Alten Testament und Arbeit im Neuen Testament? Man kann den Unterschied an zwei Versen deutlich machen. Und einen haben wir vorher schon gelesen, ohne uns abgesprochen zu haben. In Vers 10 im Psalm 90 steht, unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich erscheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Ein sehr nihilistischer Ansatz. Erinnert mich fast an den Prediger, ja? Der da übrigens auch sehr interessante Sachen dazu zu sagen hat. Im 1. Korintherbrief lesen wir aber eine andere Betrachtungsweise. In Kapitel 15, Vers 58 schreibt der Paulus: Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Deine Arbeit ist nicht vergeblich, auch wenn sie aus irdischer, aus unserer Perspektive vielleicht manchmal vergeblich erscheint. In Jesus ist unsere Arbeit nicht mehr vergeblich. Unsere Arbeit scheint hinüber in die Ewigkeit. Und in der Johannes-Offenbarung gibt es noch einen tollen Vers, in Kapitel 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Unsere Arbeit wird uns nicht in den Himmel bringen. Unsere Arbeit bringt uns auch nicht das ewige Leben. Das empfangen wir nämlich nicht aus unseren Werken, sondern im Glauben an Jesus. Aber was wir dann in Jesus tun, das geht nicht verloren, sondern es wird in der Ewigkeit wiedergefunden. Was wir im Herrn tun, ist nicht mehr vergeblich, ganz egal, was es ist. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns Arbeit geschenkt hast, dass du uns die Möglichkeit zum Schöpfen und zum Machen, zum Kreativsein, zu all dem in uns hineingelegt hast. Danke, dass du uns einen Auftrag gegeben hast, einfach auch ganz am Anfang der Welt schon. Mach mal, dass wir den annehmen können. Dass wir das in unserer Arbeit auch wiederfinden, was wichtig ist, was wir tun sollen, wo wir diesem Schöpfungsauftrag nachkommen können. Danke, dass du uns auch schützt vor den Folgen des Sündenfalls, dass du uns einen Sabbat gibst. Mach, dass wir das annehmen können, dass wir da nicht noch weitermachen und weiter wuhlen und nicht loslassen können, sondern dass wir wirklich auch ganz bewusst diesen Sabbat, diesen Ruhetag annehmen können für uns. Und danke, dass du unserer Arbeit einen Ewigkeitswert gibst. Herr Jesus, jetzt möchte ich dich bitten für den Tag heute, für die Gemeinschaft heute, für jeden, der heute hier ist, der ihn eingeschalten hat, der sich's nachhört oder auch all diejenigen, die heute nicht kommen konnten, Herr. Segne du uns, leg uns deinen Frieden aufs Herz. Amen. Ich glaube, im Ablaufplan steht jetzt Überleitung zum Abendmahl, gell? Stimmt das, Siggi? Wir haben heute Abendmahl.
Und Abendmahl, ja, das ist immer so eine Sache. Also ich finde das immer spannend, ja, ist in jeder Gemeinde ein bisschen anders. In jeder Gemeinde wird das anders gehandhabt. Wir feiern das Abendmahl mit Einzelkelchen. Wir feiern das Abendmahl mit Traubensaft. Wir feiern es immer so, dass diejenigen, die kommen wollen, ganz herzlich eingeladen sind. Es muss aber auch keiner dabei sein. Ihr könnt auch sitzen bleiben. Ihr könnt sagen, hey, heute fühle ich es nicht, heute ist es nicht dran. Macht es einfach, wie ihr denkt. Wir haben das Angebot einfach da. Denn es ist ein freudiger Anlass, es ist eine schöne Sache, dass wir ja das spüren können, dass wir das sehen und schmecken und erleben können. Da ist was Konkretes. Ja, viel in unserem Glauben ist ja im Kopf, passiert ja im Kopf. Gerade jetzt bei uns in unserer Prägung, wo wir evangelisch geprägt sind. Ja? Da haben wir keine Pilgerreisen, da haben wir keine Orte, wo wir hingehen, da haben wir keinen Rosenkranz. Ja? Diese ganzen Sachen zum Anfassen, die haptisch, die da sind, die gibt es bei uns nicht so sehr. Aber das Abendmahl ist was, wo das rauskommt, ja? Wo wir wirklich das schmecken und sehen dürfen. Und das ist von Jesus selber eingesetzt worden. Er sagt, das ist der Moment, wo ihr das nacherleben dürft. Wo ihr das miterleben dürft, dass ich für euch ans Kreuz gegangen bin. Und das ist eine ganz wunderbare Sache und dazu möchte ich euch einladen. Es ist ein Symbol auch für die Sehnsucht Gottes, mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist ja oft so eine Herausforderung, oder? Also mir geht es so, dass Gott irgendwie da ist, aber irgendwie auch nicht. Es ist niemand, den ich in den Arm nehmen kann, den ich anfassen kann, den ich am Rockzipfel schon heben kann und sage, kann ich mir mal da weiterhelfen? Und hier wird es plötzlich konkret. Und es ist eine Sehnsucht Gottes, mit uns wirkliche Gemeinschaft zu haben, körperliche Gemeinschaft zu haben. Und es ist eine greifbare Erinnerung an diesen neuen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Im Psalm 90, finde ich, ist es vorher so rausgekommen, wo der Sigi das vorgelesen hat, dieses, ja, dass auch alles irgendwo nichtig ist und dass Gott so groß ist und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Ja, und das, so Gott ist so allmächtig und wir trennen uns von Gott und das ist so eine Überheblichkeit, die wir haben. Und das macht was mit Gott und das hat Gott irgendwo zornig gemacht. Und vor diesem Zorn hat er uns selber gerettet. Wir hätten nie was tun können. Und das ist am Kreuz passiert. Und Gott schließt mit uns einen neuen Bund. Er sagt, wenn du das annimmst für dich, wenn du das glaubst, wenn du darauf vertraust, dann bist du gerettet. Und dann können wir wieder Gemeinschaft haben. Es ist eine Erneuerung auch der Gemeinschaft zum dreieinigen Gott. Ein Symbol für das neue Leben, das wir haben. Das neue Leben, das an Gottes Maßstäben ausgerichtet sein soll. Natürlich. Ja, also einfach nur annehmen und sagen, ja, jetzt mache ich es weiter wie vorher. Das wäre billige Gnade, wie es der Bonhoeffer sagt. Aber wir dürfen das annehmen und sagen, hey, jetzt wollen wir nochmal einen Versuch starten. Es ist wichtig geworden vielleicht, uns an Gottes Maßstäben auszurichten. Das alles dürfen wir am Abendmahl annehmen für uns. Und bevor wir anfangen, möchte ich euch einfach kurzen Zeit der Stille geben, weil jetzt hat man gerade diese Predigt, die sehr dicht war, die sehr groß und auch lang war. Und vielleicht hast du was mitgebracht. Vielleicht brauchst du einfach einen Moment, mit Gott ins Gespräch zu kommen, ihm alles hinzulegen. Ich gebe euch eine Minute Zeit, genau, dass ihr mit Gott ins Gespräch kommen könnt. Jesus sagt, hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Und Johannes schreibt uns in seinem Brief, schreibt uns die Worte, wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, dann ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und ich möchte euch die Worte vorlesen, mit der uns die Bibel es zeigt, dass wir das Abendmahl zusammen feiern dürfen. Wo Jesus das einführt, im Lukas-Evangelium können wir das nachlesen, in Kapitel 22.
ab Vers 14. Als es dann soweit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte: Ich habe mich sehr nach diesem Passamahl mit euch gesehnt, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr davon essen, bis es im Reich Gottes seine ganze Erfüllung findet. Jesus nahm dann vom Brot und dankte Gott. Er brach es und reichte es seinen Jüngern und sagte: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Amen. Jetzt lade ich euch ein, kommt gerne einfach hier nach vorne. Wir machen hier wieder so einen Halbkreis. Ich denke, wir schaffen es nicht alle hier in den Kreis. Von dem her würde ich vorschlagen, dass wir hier so anfangen und dann hier so eine zweite Runde machen. Ich denke, zwei Runden müsste hinkommen. Genau, kommt einfach nach vorne und dann machen wir da weiter. Herzliche Einladung.